Okay, wir starten hier an der Flussseite. Und alles, was interessant ist, ist eigentlich hier. Deswegen gehen wir da mal hin. Auch wenn das Fischerdorf hinter mir liegt und das auch eigentlich immer interessant ist. Aber wir wollen jetzt mal woanders hin. Geil wäre eigentlich, wenn wir noch kurz zur Kreuzung gehen. Das können wir erstmal machen. Fischerdorf habe ich jetzt aber keine Lust zu. Ich will jetzt. Ich will mitmischen. Bei den Beute-Events. Deswegen, oh Gott. Sollte ich die Möhren schnell einsammeln? Ich will die Autos looten. Okay, war leider nicht das Goldloot drin, was ich gerne hier gesehen hätte, aber egal. Macht nichts. Bisher hat sich bei den Beute-Events auch noch nicht viel getan. Hier ist auch noch das ganze Loot, sehr gut. Hier ist jemand hier oben. Er kommt runter. Wo ist er jetzt? Puh, da im Busch saß er. Okay, weiter geht's. Tresor ist immer noch dicht. Würde ich sagen. Waren doch noch keine Schalter. Nee, nee. Wir haben die Panzerplatte noch gar nicht drin. Oh mein Gott. Ganz vergessen. Da oben. Mist. Da oben ganz oft gab es gerade Gunfights. Okay. Hier ist Signal und hier ist Tresor. Jemand ist beim Tresor. Hier sind zwei und das war's. Und einer hinten noch beim Fischerdorf. Zu viert noch. Und jemand ist entweder oben auf dem Dach oder aber beim Tresor und campt den ab. Sieht ganz danach aus, als ob er vorm Tresor sitzt sozusagen. Wir müssen aber gleich mal gucken, ob der vielleicht eventuell auch auf dem Dach ist. Erstmal packen wir Abwurf. Hierhin. Ich kann jetzt so auf dem Dach erstmal niemanden erkennen. Ich
Ich meine ihn gerade gehört zu haben, dass da drinnen ist. Wir gehen oben rein, übers Dach. Da hinten ist ein Schalter, okay. Wo ist der andere? Nein! Ah, nein, ich bin runtergefallen. Oh nein. Der Plan war so gut und dann falle ich runter. Hier ist der Tresor und er war genau hier gerade, über mir. Eigentlich. Komm, wir probieren es noch einmal. Jetzt aber, ohne dass wir runterfallen. Da. Geil, hat ja echt funktioniert. Wow, er hat sogar noch einen Ping dabei gehabt. Ich fasse es nicht, das ist ja krass, okay. Die Platte haben wir schon. Ansonsten das schwere Ding können wir mal rauslöschen. Auch wenn das Geld gibt und so weiter, aber das will ich einfach nicht bei mir rumschleppen. Ja, okay, cool. Hier liegen noch 3 Kontaktbomben. Was hat er eigentlich sich überlegt, was der hier macht? Dann können wir erstmal da liegen lassen. Wo ist der andere Schalter? Wenn ich den anderen Schalter finde, dann... oh Mann, der Abwurf kommt. Dann kann ich nämlich den Tresor öffnen. Wo jemand ist beim Signals. Na, oh, Mister, da ist er lang gerannt. Komm schon, wo ist der zweite Schalter? Hier ist einer, aber ist der zweite dann hier vielleicht ganz in der Nähe? Ja, hier. Hier. Okay, er lootet die Autos. Okay, er macht da hinten sein Ding. Ist okay, wir holen uns erstmal den Tresor. Hier ist der Tresor und er war genau hier gerade, über mir. Ach so. Haha,
Wieso muss ich. Warum muss ich so weit da drunter zielen? Warum muss. Naja, okay, es hat funktioniert. Wo sind denn jetzt. Wo ist denn jetzt der. Hä, wo ist denn jetzt der Tresor? Achso. Bin ich eigentlich total dumm? Oh Gott, wie verpeilt bin ich eigentlich? Hier unten. Abwurf ist weg, ne? Hat sich jemand schon geholt. Gibt's noch jemanden auf der Map? Ja, jemand ist hier oben noch. Ist der nächste, der da dran ist? Okay. Was machen wir? Gehen wir raus? Weil eigentlich ist ja nichts mehr zu holen. Ich weiß nicht, der verschlossene Behälter eventuell noch. Abwurfträger rennt hier auch noch rum. Oder ist bestimmt schon auf dem Weg zum Exit. Mit Tarnfeld drauf. Wir können kurz gucken, ob hier noch der Schatz liegt. Einfach nur mal durch Zufall so gucken. Nee. Okay, ich würde noch mal zum Signaldetektor gehen. Eventuell ist nämlich noch der Container zu. Kann ja sein. Oh, da stehen Chemikalien. Die muss ich mitnehmen. Ist das eine Fake-ID? Könnte sein. Aber genau auf dem Weg? Wir haben 3 Jod, okay, alles klar, alles klar. Das will ich doch jetzt herausfinden. Okay, hier kommt man so nicht hoch. Oh Gott, wieso? Wieso ist Bergsteigen hier so schwer? Ja, es muss eine Fake-ID sein. Ach, hier steht's, ich hätte gar nicht pingen brauchen. Hier steht die Fake-ID. Okay, okay. Was denn jetzt mit dem Container hier noch? Mit dem Behälter? Ist auch leer, okay. Oh Mann. Dann sollten wir jetzt aber ganz schnell hier zum Ausgang. Können wir aber nochmal kurz hier reingucken. Okay, hier ist nichts.
nichts mehr drin. Okay, hier ist nichts. Nichts mehr drin. Okay, den letzten Ping habe ich voll verschwendet. Die Fake-ID stand um die Ecke. Aber ich hatte einfach Angst, dass ich doch noch... Es gibt Leute, die campen ewig ab. Aber hätte ich vorher gesehen, dass der Container schon offen ist... Ja, gut, okay. Schlecht, aber egal. Trotzdem sehr erfolgreiche Runde. Außer wir schaffen es jetzt nicht mehr zum Exit. Aber das schaffen wir schon noch. Da ist das nämlich schon und yes. Dann gehen wir trotzdem mit vollen Taschen aus der Runde. Und... Ja, mal gucken, ich bin gespannt. Der letzte auf der Map. Auf Wiedersehen. Lieber einmal ein bisschen zu verschwenderisch sein, was die Items angeht, als alles verlieren und auf den Kopf kriegen. Ja, das sind nicht ganz 10.000 XP, schade. Naja, aber immerhin. Immerhin einiges gemacht in dieser Runde und auch einiges geplündert. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.